Frühlingserwachen im Gottlieb-Daimler-Stadion beim Derby VfB Stuttgart gegen den KSC. Die Badener ohne Thomas Hässler, die Schwaben mit Chancen von Beginn an. Vor 45.000 Zuschauern Freddy Bobic nach 15 Spielminuten. Weitere hochkarätige Möglichkeiten für den VfB. Wieder Poschner, einer der Besten heute mit gutem Auge, und Giovane Elba nach 30 Minuten. 0:0 zur Halbzeit, und kurz nach Wiederanpfiff durfte sich Winnie Schäfer die Partie von der Tribüne aus ansehen. Schiedsrichter Merck war das Schäfer-Meckern leid. Auch aus dieser Perspektive sah der Karlsruher Trainer weitere Chancen für Freddy Bobic. Die größte Möglichkeit für den KSC vergab nach dieser Witwer-Hereingabe Markus Bär, die Schwaben hier im Glück. Das Derby nicht hochklassig, aber spannend. Die letzte Spielminute, Balakow, Eckball und wieder Freddy Bobic. Diesmal passt alles. 90. Minute, 1:0 für den VfB. Kurz darauf noch die gelb-rote Karte für Elba, aber die drei Punkte blieben in Stuttgart.